Jawohl, hab ein. Jawohl, hier nochmal mitgenommen. Hab ihn. Jo Leute und willkommen zu einem neuen Warzone-Video und heute habe ich mal eine Waffe für euch, die gar nicht mal so schlecht ist. So, ihr fragt euch schon mal, von welcher Waffe ich laber. Und zwar geht es heute um die Buzz-P, denn die ist gerade Meta mit der WSP Swarm, aber das Ding ist, ich habe noch nicht die krass gelevelt, deswegen geht es jetzt ausschließlich auf die Buzz-P zu. Also, ich habe schon meinen Meta-Loadout komplett fertig gebaut. Natürlich, das Magazin sollte natürlich immer das Größere sein, also hier das Maximum. Aber ich habe das noch nicht freigeschaltet. Aber ist nicht so schlimm, darauf achte ich jetzt nicht so. Warum die Buzz-P so gut ist, und das zeige ich euch immer mal hier. Guck mal, sie hat so gut wie gar keinen Rückstoß. Und ihr könnt auch mit, also ihr könnt auch in so langen Ebenen, ja, lange Distanz halt auch schießen, seht ihr ja. Und das ist perfekt, ist wirklich perfekt. So, das ist mein Loadout hier, mit den, wie heißt das, Courier Eagle Eye 2.5, Visier, das ist neues, deswegen müsst ihr das wahrscheinlich erst mit den Herausforderungen freischalten. Dann, dieses, ich hab's heute wieder, dann diesen Lauf. Hier, Mündung könnt ihr eigentlich irgendeine wählen, ist eigentlich egal. Hauptsache ihr habt Schalldämpfer drauf. Dann, habe ich hier den Griff genommen, weil, damit wir hier schön Recoil-Control hatten, dass das Ding nicht so rumwackelt. Und wie gesagt, Magazin drauf, weil wir haben nur 20 Schuss, ohne irgendwas drauf. Und das ist ziemlich wenig, also da ist es so besser. Die Meta ist natürlich mit der Buzz-P noch dazu. Aber wie gesagt, ich habe da noch nicht viel gelevelt. Ja, wir wollen mal eine Runde spielen mit der. Und ja, hoffentlich kriegen wir da was richtig krass raus. Also, bis gleich. So, da beginnt gleich die Runde. Und ich habe noch ein paar kleine Infos für euch. Und zwar Infos, die euch wahrscheinlich auch krass interessieren. Und zwar kommt natürlich, wie ich auch davor schon gesagt habe, in Anfang 2024 Reap of Island und Fortune Skip. Und ganz am Ende von 2024 kommt dann, ja, haltet euch fest, Verdansk zurück. Aber wahrscheinlich erst im neuen Warzone. Also das von Treyarch. Oh, wo landen wir denn? Wir landen, glaube ich, hier in der Stadt. Ja, und deswegen freue ich mich übelst darauf, das neue Warzone mit Verdansk wieder anzufangen. Haben wir auf diesem Kanal zwar noch nie gemacht, aber ich selber schon. Okay, hier nebenan sind gleich eine ganze Truppe. Können wir mal mit denen hochgehen und hier mal kurz markieren. Sehe ich da schon welche? Da. So, ich komme jetzt in Sneaky Peaky hier rüber. Easy! So, mitgenommen. Kurz mal wieder zurückgehen, weil ich glaube, da sind noch welche. So, dann gehen wir kurz pushen. Oh ja, die ist auch gut. Da drin sind noch welche. Oh mein Gott! Geh weg, du Kleiner! Habe ich den Kill noch bekommen? Ja, okay. Ja, ist auch gerecht so. Oh Scheiße! Sniper! Komm hier rüber! Komm hier rüber, kein Problem, Brudi. Okay, der hat den Typen schon ausgeschaltet. Das ist super. Also wir haben gerade ein ganzes Team geradet. Das ist geil. Und wir haben auch direkt mal die Superweste, nenne ich sie mal gerne. Oh Gott, ich wurde noch geschossen. Was war das? Jungs, pass mal auf. Keine Scheiße bauen. Okay, wir gehen doch nicht zum Shop, wir gehen zum Loyal Drop.
Habe ich jetzt auch gemerkt. Oh, scheiße. Die werden trotzdem noch angegriffen. Ich komme. Einer down. Oh, von. Oh, bitte verwirr mich doch nicht. Gut, ich habe meinen Loader. Das ist geil. Warte mal, ich ändere die Wesp mit der Holger. Sorry, aber... Nee. Wenn ich da eine Wahl habe, dann nehme ich doch lieber die. Obwohl, die hat keinen Shell-Dämpfer. Na gut, die andere jetzt auch nicht. Ich will den ganze Zeit diesen Taktik-Sprint machen, aber das Spiel lässt mich nicht das jedes Mal machen. Das ist ein bisschen verwirrend. Ach, da kommt noch einer. Oder was? Kann ich den von hier aus vielleicht lasern? Das probiere ich jetzt mal. Okay, ich sehe von hier aus gar nichts. Also, das ist ja ein bisschen blöd. Da hinten ist einer. So, warte, den hole ich mir. Okay, der war schon down. Da haben unsere Teammates ja mal richtig reingezogen. Ist hier noch einer? Ja, da oben. Von hier aus nicht schießen. Nein! Leute! Hilfe! Okay, der kümmert sich darum. Hilfe, könnt ihr mich bitte heilen? Ja, Ehrenmann. Dankeschön. Und schnell weg hier. Okay, einer ist da noch in diesem kleinen Mini-Haus. Nur, wo? Also welchen Stock? Und da ist auch noch einer, Alter. Hilfe, super verwirrend. Drei Leute. Egal, wir gehen da jetzt. Alter. Okay, ich gehe dahin. Ich gehe hoch. Ich flankiere den. Fuck, die sind abgehauen. Ja, geil. Jawohl, hab ein... Oh. Oh, fuck, Mercer Strike. Weg hier. Muss rein. Squadmate has been cleared for redeployment. Contract failed, objective lost. Also kurz Platten reindrücken. Hab ihn. Gut. Jawohl. Okay, hoffentlich schafft er es, aber wenn nicht, dann kann ich ihn nochmal zurückholen. Okay, kurz mal wieder abchillen. Alter, die Waffe macht so Bock. Hab noch einen. Gulag Entry Kit, warte. Ich hab so viele Platten, Junge. 15 Platten. Obwohl ich nicht mal so viele brauche. Alter. Ist schon krank. Gut, alle haben es geschafft. Hab ihn. Jawohl, gut gemacht. Ich bin gerade so am Abrasen mit der Waffe. Die macht halt auch einfach gerade ziemlich viel Bock. Jawohl, hier nochmal mitgenommen. Wir nehmen die alle auseinander, Alter. Das macht gerade richtig Bock. Also vielleicht beim Zuschauen merkt man es gerade gar nicht, aber es ist so spaßig. Da hinten war einer, oder? Der wurde gerade markiert.
Oh, jetzt wird's aber heftig hier. Hoffentlich werde ich jetzt nicht abgeknallt. Okay, alles gut. Fuck, die campen da immer noch. Kurz mal angehettet. Ne, wir können die von dort aus nicht angreifen. Fuck, fuck. Na. Oh, ho, ho. Den habe ich mitgenommen. Ich wusste, dass der da lang geht. Ich habe den nicht zufällig gefunden. Alter. Aber wir sind halt immer noch unter Stress, weil hier noch Snipers am Start sind. Wir müssen aufs Dach. Hier ist ein Gegner. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist down. Hier unten ist noch einer, hier unten. Oh mein Gott, was war das denn? Oh, Scheiße. Oh, ich bin wieder zurück. Jawohl, ihr seid solche Ehrenmänner. Der Typ ist, glaube ich, immer noch da unten, aber ich scheiß drauf. Ich gehe da trotzdem runter. Ich hab Waffe. Oh fuck, das ist vor allem hier das Finale. Ja, hier unten ist einer. Was hab ich mir... Was war mein Plan? Oh, der hat mich zurückgekauft, danke. Oh, so ein Ehrenmann. Vor allem, das ist nur noch Finale hier oben. Oh, scheiße, nicht in die Zone. Das wird ekelhaft. Oh, ich bin zurückgefallen. Enemy Sniper hier. Marking enemy. Gas is moving in. New safe zone located. Da war einer auf K. Na, oh, der hat mich weggebürstet. Der hat mich so weggebürstet, Alter. Der war so aggressiv. Okay, der ist jetzt da oben. Fuck, die machen da gerade ziemlich krasses Finale. Die könnten mich nochmal. Die 1 könnte mich nochmal. Bitte, bitte, 1, hol mich. Bitte, bitte, 1. Nein, nein, zu spät, zu spät. Schade. Das wäre echt cool gewesen. Boah, die sind aber gerade richtig am Arsch, weil die müssen sich da durchquetschen. Aber die spielen gar nicht mal so schlecht, wirklich. Da? Ey, die könnten wirklich es schaffen. Oh mein Gott. Es ist nur noch einer. Es ist nur noch einer. Aber die müssen auch aufpassen. Das ist Mercer Strike. Mercer Strike. Da. Alter, die sind so gut. Scheiße, ich war nicht dabei. Ey, GG. Ich will GG eingeben. Heute meine Stimme. GG. Meine Güte, meine Stimme ist gerade ziemlich am Arsch. Ah. Ich hab mein Ohr wehgetan. Und das ist auch die neue Sequenz, wenn man Sieg gemacht hat. Ja, jetzt wisst ihr, ich bin doch krass. Nein, das war das Team. Aber ich war auch gar nicht mehr so schlecht mit der neuen Meta. Dancing with the devil, living to tell the tale. That's what I'm talking about. Let's review. Ja, Grace ist natürlich super happy. Der war der Survivor. Gucken, was ich war. Complacency kills. You read me? Das ist voll cool gemacht. Kept your team alive. Er war Medic. Cool. Und was war ich? Kommando! Auch wenn ich am Ende die ganze Zeit nur gestorben bin. Jetzt bin ich nochmal gespannt beim Scoreboard. Okay, ich habe 10 Kills gemacht, aber habe natürlich nicht die besten Punkte. Aaron Paul, der war ja der krasseste, finde ich. Okay, Leute. Einen schmackhaften Sieg rausgebracht. Ey, ich bin ganz ziemlich happy. Und ich hätte das wirklich nicht gedacht. Und das war mein Meta-Video. Ich würde noch die Meta-Klasse in die Kommentare reinposten.
Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.